Sollte die Wasserversorgung privatisiert werden? Guten Morgen! Es gibt ja einige Gründe, die dafür sprechen. Mehr Freiraum für private Unternehmen sorgt für mehr Wettbewerb. Dadurch entstehen billigere und bessere Produkte, dadurch mehr Konsum und mehr Wachstum und Beschäftigung und die Wirtschaft wird wieder angekurbelt. Aber bevor wir da uns reinsteigern, stellt sich erst einmal die Frage, warum müssen wir diese Diskussion überhaupt führen? Warum müssen wir überhaupt abwägen, wer besser für das Wasser sorgt? Die öffentliche Hand oder die privaten Unternehmen? Merkt ihr nicht, wie pervertiert unser Denken ist? Das Wasser ist Natur. Die Natur ist gut. Da muss gar nichts auf irgendwelche Institutionen verteilt werden, dem Grunde nach. Die Natur sorgt für klares, reines Wasser auf der ganzen Welt. Aber dann kamen die Menschen und sie kamen auf die Idee, Fabriken zu bauen, immer intensiver die Natur auszubeuten und die Natur mit den Resten ihrer tollen Produkte zu verschmutzen. Und die Natur, die kommt nun nicht hinterher, dieses ökologische Desaster zu reparieren. Und deswegen kommt eigentlich nur eine Sache in Frage, die sich richtig anfühlt in dieser ganzen Diskussion. Wir müssen die Verunreinigungen stoppen und nicht überlegen, wer das Wasser, was bereits verunreinigt ist, aufbereitet und verkauft. Es kann nicht sein, dass wir unser natürliches Lebenselixier, was uns die Natur zur Verfügung gestellt hat, nicht mehr nutzen können, weil andere Menschen mit ihren Betrieben erlaubt wird, ihren Müll in das Wasser zu entsorgen. Es kann nicht sein, dass wir Dinge herstellen, vor allem Verpackungen, die nicht mehr natürlich verrotten und ebenfalls das Wasser verunreinigen. Es kann nicht sein, dass wir immer mehr Medikamente herstellen, die wir gar nicht brauchen und diese Rückstände dann auch im Wasser landen. Es kann nicht sein, dass wir so viele Tiere in der Landwirtschaft halten, dass der Kot dieser Tiere gar nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann und diese ebenfalls das Wasser belasten. Und es kann nicht sein, dass chemische Pflanzenschutzmittel wie eben Glyphosat weiter zugelassen werden und nahezu in jedem Produkt, was aus Pflanzen hergestellt wurde, zu finden ist. Ein Video dazu, wie es zum Beispiel auch in den Tampons, in fast jedem Tampon Glyphosat enthalten ist, findet ihr oben in den Infokarten. Es gibt so viele grundlegende Probleme, die wir angehen müssen, dass wir uns über die Diskussion über die Privatisierung des Wassers wie in der Diskussion um Nestle derzeit gar keine Gedanken machen müssen oder keine Gedanken machen sollten. Wir sollten viel eher ansetzen, wenn wir Menschen dafür sorgen, dass das Wasser nicht verschmutzt wird. Dann können wir einfach die Instandhaltung des Wassernetzes den Kommunen überlassen und brauchen keine Investitionen für immer intensivere Kläranlagen, die immer neuen Dreck quasi da rausziehen, gerade was jetzt die Medikamente angeht. Ne? Und da braucht man keine immer neuere Technik. Das ist ein Kreislauf, der so irrsinnig ist, dass die Menschen eigentlich das erkennen müssen. Wir verschmutzen das Wasser mit Dingen, die wir nicht brauchen, um dann Geld einzusetzen, das Wasser aufwendig zu reinigen. Nutzt doch das Geld direkt einfach im ersten Schritt, unterstützt biologischen Landbau und gebt dafür mehr Geld aus. Nehmt weniger Medikamente und investiert Zeit und Geld in das bewusste Auseinandersetzen mit der eigenen Gesundheit. Kauft in Läden ein, die ohne Verpackungen die Ware anbieten oder kauft direkt vom Bauern oder baut selber an. Konsumiert Produkte von Firmen, die nicht ausbeuterisch und damit meine ich bezüglich Mensch und Natur handeln. Klar, das kostet alles mehr Geld, aber wenn dadurch die Natur weniger belastet wird, können die kommunalen Wasserwerke viel kostendeckender arbeiten. Ein bewusster Lebensstil kommt letztlich dann auch allen zugute. Wenn dieser Zusammenhang auch der Letzte auf dieser Erde begreift, dass ein bewusstes Leben alternativlos ist, was die Zukunft unserer Erde angeht, dann werden viele Probleme, über die wir jetzt hitzig diskutieren, wie zum Beispiel die Privatisierung des Wassers, die werden sich einfach in Luft auflösen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.